dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, Freunde des sortierten Oberstübchens. Hier sind wir wieder mit der munteren Philosophie-Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal mit der Folge 8. Einem Zitat des bereits erwähnten Pauls Sende, die soziologische Theorie der Abstraktion aus dem Jahre 1923. Hier heißt es, alles Denken besteht in Vergleichen und in einer Zurückführung der neuen Vorstellungen auf bekannte Vorstellungsgebilde, die begriffliche Festlegung und Benennung muss sich dieses Vorgangs bedienen, weil aus denkökonomischen Gründen nicht jede Vorstellung durch ein allein ihr zugeordnetes Wort ausgedrückt werden kann. Dieser Vorgang entspricht dem biologischen Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit des Denkens, was besonders dadurch erreicht wird, dass die Charakteristik des vertrauten, gewissen, selbstverständlichen vom Alten auf das Neue übergeht. Und was wir hier noch haben, was vom Alten auf das Neue übergeht, das ist hier dieser hier und dann dieser hier. So, jetzt gefällt mir das Ganze schon besser. Also, hier haben wir mit anderen Worten mit dem zu tun, was anderweitig als Aperzeption bezeichnet wird. War mal ein großes Thema um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, ist leider wieder in Vergessenheit geraten, wie auch die Geschichte mit dem naiven Realismus oder dem Alltagsverstand, der schon einmal auf seine Plätze verwiesen wurde, aber dann wohl aus demokratischen Gründen für meine Begriffe zu viel Lob und Ehre gekommen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Aperzeption, das war das Thema, das in jeder Wahrnehmung etwas dazu kommt. Aperzeption zur Perzeption, und zwar eben diese bekannten Vorstellungsgebilde, so will ich sagen, anderweitig auch als Erfahrung bezeichnet, dass also bei der begrifflichen Festlegung immer schon ein ein Fundus an Begriffen zur Verfügung steht, der im Laufe der Erfahrung bzw. der Lebenszeit eben zu den entsprechenden Sprachgewohnheiten führt, die immer dann mitspielen, wenn ein Bewusstsein am Werk ist. Also es ist nie, man steht da nie wie der Ochs vom Berg, beziehungsweise es wird nie jedes Mal das Rad neu erfunden.
sondern die Begriffe, die eben schon als bewährt oder als zutreffend, nützlich gefunden wurden, die werden weiterverwendet und baut auf diesen auf. Szende spricht hier noch von einem biologischen Bedürfnis, also das hier, was mir jetzt wieder weniger gefällt, weil damit die besonderen Zustände wieder zu pauschal abgehandelt werden. Und man möchte meinen, damit hat sich die Sache. Sicherheit des Denkens läuft alles nur auf vertrautes Gewisses, Selbstverständliches hinaus. Diese eher konservativen Tendenzen, so dass durch den alleinigen Gebrauch der Sprache ohne irgendein Denken und das, der kann dann auch innerhalb einer Logik wunderbar funktionieren, aber deswegen entsteht oder kann sogar gar nichts Neues entstehen. Neues würde entstehen, wenn die Problematik bei der Begriffsbildung so weit ist, dass jetzt wirklich mit dem bisherigen Fundus an Begriffen oder Formulierungen das, was man sagen will, nicht mehr relevant ausgedrückt werden kann. Und dann entsteht eben ein neuer Begriff, wie das zum Beispiel mit dem Bewusstsein der Fall war. Der Begriff des Bewusstseins, den gibt es noch nicht so lange. Überhaupt war ja die philosophische Sprache bis vor noch nicht allzu langer Zeit. Es hat eigentlich erst mit Kant so um den Dreh begonnen. Sein Vorläufer Christian Wolff, der hatte ja noch in Latein alles abgefasst, war die philosophische Sprache Latein an den Universitäten, überhaupt die Gelehrtensprache, ein Stück vorher mal Französisch, Leibniz hat noch Französisch, als die Franzosen dann auch ziemlich stark waren mit Descartes und Konsorten. Also sind viele Begriffe des Deutschen dann erst seit dem 18. Jahrhundert überhaupt im Umlauf. Und da hat sich dann eben die Notwendigkeit ergeben, Begriffe zu bilden, die es vorher noch nicht gab, in dem Sinne, so wie eben den Begriff Bewusstsein oder Vorstellung, waren dann auch jede Menge Schwierigkeiten, als man dann vor der Notwendigkeit stand, den griechischen Begriff Logos ins Deutsche zu übersetzen. Das war dann alles Mögliche. Logik, Sprache, Vernunft. Also auch wenn jetzt die Notwendigkeit eines neuen Begriffs, was auch immer wieder vermieden wurde, aus denkökonomischen Gründen, wenn ein neuer Begriff nicht wirklich unumgänglich war, weil sonst je mehr Begriffe unbekannt oder ungeklärt waren oder nicht verbreitet, umso größer war die Gefahr der Begriffsverwirrung und damit auch der Kommunikationsprobleme, die dann
unter anderem auch die Regierbarmachung der Bevölkerung erschwerten. Aber die Bedeutung von Begriffen veränderte sich dann oder ist dann immer wieder einer Veränderung unterzogen worden, beziehungsweise hat sich eine Veränderung in der Auffassung eines Begriffs, in der Interpretation eines Begriffs dann breit gemacht. Was wollen wir hier festhalten? Dass eben die Sprache und damit auch ein Bedürfnis nach Stabilität, wenn von Stabilität oder Sicherheit gesprochen wird, dann ist es auch in sehr hohem Maß auch eine Sicherheit des Denkens, wenn jetzt viele in vieler Hinsicht Sicherheit als überwiegend emotionale Angelegenheit betrachtet wird, dass es ein Gefühl der Sicherheit gibt und ein Gefühl des Vertrauten, weil sich das ja nicht messen lässt, in irgendwelchen Zahlen feststellen lässt, was da Empfindungswerte sind von Leuten, muss doch eine gewisse Eindeutigkeit in dem, was da an Kommunikation kursiert, auch in den komplizierteren Angelegenheiten vorhanden sein, wenn nicht das Unverständnis ein erhöhtes Konfliktpotenzial bieten soll zu dem vorhandenen Konfliktpotenzial aus interessenbedingt noch hinzukommend, dann nochmal gesagt Pauls Zinde. Die grundlegenden Begriffe des sozialen Lebens sind alle Anthropomorphismen, primitive, personifikative Abstraktionen. Gott, Himmel, Hölle, Teufel und Engel, weiter ist der Staat, die Rechtsordnung, das Vaterland, Seligkeit, Ding an sich, Wille. Diese Begriffe könnten eine Modernisierung sehr wenig vertragen. Die meisten würden nicht einmal die Operation überleben. Ihr immenses Beharrungsvermögen wird auf allen Gebieten des menschlichen Wissens hinderlich. Also, war schon mal die Rede von der Beharrlichkeit, hat sich ein solcher Begriff einmal festgesetzt, dann ist er praktisch nicht mehr wegzukriegen. Und Sende führt hier jetzt den Begriff eines Gottes und dann auch eines Teufels. Alles Abstraktionen von, wogegen aber die Masse der Menschen der Meinung ist, dass es sich hier um real existierende Wirklichkeiten handelt. Bei der Seele vielleicht weniger, ist eher bei denen, die das Seelengeschäft betreiben, die sogenannten Seelsorger im kirchlichen Bereich oder dann auch die Psychologen, da ist immer noch die Rede, beziehungsweise
gibt es Psychologien, die ohne Seele auskommen, so wie es wie der Buddhismus ohne den Ich-Begriff auskommt, kommt allerdings auch ohne den Gott-Begriff aus. Aber das Ding an sich wäre jetzt hier schon eine ganz große Sache, weil es eben den Objektivismus im Grunde genommen repräsentiert, Dinge an sich zu betrachten. Das ist die weiterhin die Pest der Menschheit in Bezug auf vernünftiges Denken. Aber auch was den Willen angeht, den haben angeblich irgendwelche Hirnforscher immer noch nicht gefunden, was aber wiederum auf dem logischen Vorurteil beruht, dass diese Begriffe oder Abstraktionen in Zeit und Raum lokalisiert werden könnten. Also von daher ist es sowieso Blödsinn, unter irgendeiner Schädeldecke da die realen Korrelate, möchte man sagen, zu diesen Abstraktionen vorzufinden. Das sind alles Ideen oder, wie wir schon gehört haben, Prinzipien im Grunde genommen. Der Teufel, das Prinzip des abgründig Bösen, des irrational, nicht mehr begreifbaren Bösen, weil es nicht mehr auf einem Nutzen beruht von irgendeiner Seite, sondern eben nur noch einen Schaden zufügen bedeutet, ohne dass dabei irgendein Vorteil auf keiner Seite feststellbar wäre, wenngleich bestimmte Zeitgenossen da dem Teufel dann eine Freude zuschreiben, dass er sich oder sie, natürlich gendern nicht vergessen, sie, die Teufelin, sich abgöttisch freut, wenn sich der Mensch ärgert. Aus diesem Grund wurde auch dieses Spiel, Kegelspiel, erfunden. Die Rechtsordnung, auch eine Anthropomorphismen, heißt auf den Menschen bezogen und menschenspezifisch. Tiere bilden sich weniger einen bilden sie überhaupt keine Begriffe, haben vielleicht bestimmte Begriffe, könnte man vielleicht als Abstraktionen oder Vorstellungen, Erinnerungen auch, spielt auch keine Rolle, auf alle Fälle. Wenn dann sehr, sehr unterentwickelt von irgendwas, einem Begriff. Aber so sind eben Staaten oder eine Rechtsordnung, das sind Abstraktionen, Begriffe, die bestimmte Funktionen ausüben, um das Denken von Menschen in einer bestimmten Richtung zu ordnen. Einen Staat gibt es ebenso wenig in realer Existenz wie jetzt einen Geist. Diese Begriffsbildung hat eben den Sinn, ein bestimmtes Geschehen innerhalb des menschlichen Denkens zu erklären oder ihm habhaft zu werden, Einfluss darauf nehmen zu können, indem eben der Begriff zur Verfügung steht, kann man ihn denken,
Aber ich muss jetzt nochmal auf den Staat als Beispiel zurückgreifen. Diesen Staat gibt es genauso wenig, wie es Bielefeld gibt. Denn die Existenz von Bielefeld kann nicht bewiesen werden. Außer man definiert sich eben irgendetwas als Bielefeld und dann wäre eben alles, was dieser Definition entspricht, dann Bielefeld. Aber eine eigentliche Existenz von Bielefeld ist nicht nachweisbar. Also, wenn man jetzt diese Definitionen wegrechnen würde und ganz nicht anthropomorph, würden da jede Menge Häuser stehen, Straßen, sonstige Gebäude, Wiesen und was auch immer, aber es ist eben kein Bielefeld. Da kann man mit der Lupe rumfahren und schauen, nirgendwo Bielefeld. Das ist eben eine Abstraktion, genauso wie Obst. Es wird niemand ein Obst als solches finden, sondern immer nur eine Banane oder einen Apfel. Aber Obst gibt es nicht. Auch wenn im Supermarkt da oben drauf Obst steht, Obst selber kann man nicht kaufen. Also wenn ich nur Obst haben will, ohne dass ich jetzt eine Banane, Apfel, Birne etc. Haben will, gibt es nicht. Und so ist es mit all diesen Geschichten hier, ist es nichts anderes. Genau genommen gibt es auch keine Banane, da trifft es genauso zu. Dann müsste man, wenn man den Anthropomorphismus wegrechnet, so tun, als gäbe es keinen Menschen und keine Sprache. Und dann wäre das jetzt eine Welt der, zum Beispiel eine Welt der Tiere und Pflanzen. Und die würden sich vielleicht, ein Affe macht sich vielleicht einen Begriff von einer Banane, indem er die unterscheidet von allem anderen. Aber inwieweit das kommuniziert werden kann, das ist jetzt auch wieder die Frage. Also wenn, dann sehr, sehr primitiv. Von Begriffen kann man dann auch nicht sprechen, weil das jetzt wieder zu beurteilen und hier zu untersuchen, das basiert ja alles auch schon wieder auf menschlichem Vermögen. Wenn ich das hier da über irgendwas rede, schon wieder voll ein Anthropomorphismus am Werk, am Start, am Wirken. Und warum der Begriff des Vaterlandes so beharrt und so schlecht wegzukriegen ist, das hat damit zu tun, dass eben immer noch die meisten Leute viel besser fühlen können als denken. Und das muss ich leider der Politik anlasten als Versäumnis. Da muss ich unterstellen, dass man an obrigkeitlicher Stelle gar kein Interesse hat an der Ausbildung der Urteilskraft innerhalb der Bevölkerung. Aber das soll es jetzt gewesen sein, bevor wir den nächsten Szende und dann nochmal einen Szende. Ah, jetzt sind die Szende-Festspiele in Folge 8. Ich blicke nochmal auf mein Chronometer. Nicht mal 4 Minuten stehen. Ja, genau, stimmt überein. Das machen wir weg. Einen machen wir noch. Die Höherschätzung der Form hat einen politisch-juridischen Ursprung.
Sie hat sich in einer Zeit entwickelt, wo Wissenschaften noch überhaupt nicht vorhanden waren. Der organisatorische Ausdruck der Form, die Ordnung, ist die Grundlage jeder Herrschaft, Macht und Autorität. Das Sich-Einfügen in die bestehende Ordnung ist die Pflicht, die jede Macht vom Beherrschten verlangt. Die formale Logik, in deren Formen sich die unzähligen Inhalte der Wirklichkeit einfügen müssen, ist ein Produkt und Abbild politisch-rechtlicher Einflüsse. Also hier haben wir, das ist, ist eine soziologische Theorie der Abstraktion, und ich denke mal, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung diese Form hat, das Abstraktionenbilden, die Begriffsbildung, ist ja im Grunde genommen, jetzt habe ich das Ding da und das kriege ich nicht mehr weg, doch, Begriffsbildung ist diese Form, sind Wörter, sind diese Formen, und die haben einen Nachzende, einen politisch-juridischen Ursprung, in einer Zeit entwickelt, wo eben hat es politische Bedürfnisse, juristische Bedürfnisse gegeben, organisatorische Bedürfnisse der Regierbarmachung, würde Foucault sagen, eben die Ordnung, und die Form steht für die Ordnung oder eben das Formen, das Abgrenzen eines Gegenstandes von allem anderen um zwecks seiner Habhaftmachung oder besseren Bearbeitung, alles Unwichtige weg und nur auf das Wesentliche konzentriert, das ist die Idee der Form. Aber diese Form ist eben auch die Grundlage, nascende, die Grundlage jeder Herrschaft. Und es ist eben die Frage, eben inwieweit, welche Rolle die Sprache und Abstraktionen auch in Bezug auf Herrschaft und Autorität spielen. Da hat es schon Untersuchungen gegeben, nicht so ausführlich, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber da hat sich zumindest einiges getan. Die Rolle der Sprache in Bezug auf Herrschaft und Macht und Autorität. So, jetzt bin ich fertig. Habe ich fertig, das sich einfügen in die bestehende Ordnung, die formale Logik, wo es hauptsächlich die Form geht, wo die Normen der Logik, was einzuhalten ist, um widerspruchsfrei zu denken, eben die Prinzip der Widerspruchsfreiheit oder auch der Identitätssatz, A ist A und nicht B, ist eigentlich dasselbe wie der Widerspruchssatz. Da geht es auch um den Widerspruch, also könnte man sich eins von den zwei sparen. Formale Logik, das ist ein Kapitel für sich. Das kann ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal, aber da komme ich immer wieder drauf zurück, inwieweit die formale Logik eben durch ihren Formalismus sehr viel außer Acht lässt, ausgrenzt, was dann zu den bekannten Minderheitenproblemen führt. Aber das war's jetzt. Peace und out.